Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Bomber Crew. Meine Güte, ich mache die ganze Zeit Folgen und neben mir ist die Liste auf mit den Namen, aber es passiert einfach nichts Schlimmes. Ja, ich bin ja auch froh, wenn wir nicht abstürzen und ich hasse es, Crewmitglieder zu verlieren, aber es ist, so, wie auch immer, ja, es ist komisch. Es ist ein bisschen zu leicht, tatsächlich, ja. Wir werden sehen. So, wir müssen hier zwei rote Pünktchen hinzufügen. Weil wir waren sehr erfolgreich. Wir sind ja auch die Besten. Ich. Und ihr auch. Ihr seid ja die tolle Crew. Und ich bin der beste Pilot. So, wir wollten gucken. Motoren. Und zwar, die Außenmotoren werden jetzt Standardmotoren MK3. Also einer wenigstens. Und theoretisch könnten wir jetzt mit der Kohle den Rumpf verbessern. Nämlich wir haben hier MK3. Hier MK3. Und hier müsste MK3 hin. Wenn das geht. Bingo! Das ist nämlich gut. Und wir müssen nämlich die Nase auch MK3 machen. Das geht wahrscheinlich nicht. Nee. Weil damit... Hier sind zu viele. Ja, hier sind einfach zu viele. Und das ist das wichtigste Deck überhaupt. Aber na gut. Jetzt haben wir noch 940. Damit können wir nichts machen. Wir gehen ins Briefing und legen los. Jetzt haben wir noch eine Mission wahrscheinlich vor der nächsten kritischen Mission. Nee, ist wieder eine neue dazugekommen. Such- und Rettungsaktion. Oder wir machen... Das Radar, was mich schon so lange jetzt nervt. Ah, Mann, ich will einfach diese Hauptmission nicht machen. Oder wir machen jetzt die Hauptmission und ich lasse mir mehr Zeit bei der letzten. Aber das ist so die Frage. Nein! Radarstation, los geht's. Oh, okay. Ah, scheiße, jetzt habe ich nicht geguckt, ob die was bringt. Zwecks Dingensbummens. Gamer 7, Voltrox, Exekutor. Exekutor, du sitzt auf einem wichtigen Posten der gefallenen Similicious. Einfahren. Los geht's. So, was macht denn das Plus? Wahrscheinlich bleiben die länger da. Oder es geht schneller voll. Ich weiß es gar nicht. Ist natürlich super. Meine Güte. Mustangs anfordern Plus. Geil, geil, geil. Wäre cool, wenn man Bomber anfordern könnte, die für ein Ziele bombardieren. Oder Lufttanker oder sowas. Wer weiß, was noch kommt bei Bomber Crew, ja? Ich meine, Bomber Crew ist so cool, die könnten eigentlich ein Spiel machen, ein Sci-Fi-Spiel mit Aliens oder so, ja? Auf einem UFO und du musst irgendwie... Ich weiß es nicht, es ist halt... Ich bin echt gespannt, was die noch machen, ja? Feindliche Kampfflieger, bla bla bla. So, fangen wir mal an. Wäre toll, wenn die ihre Position selber hin und her wechseln würden. Ich hätte mit dem paar Kröten nicht noch habe, eigentlich Dinge zu machen können hier. Bessere kleine Geschütze kaufen. Brennt er jetzt? Ja, er brennt schon. Und tschüss. Und einer hat Angst bekommen. Wir müssen mager fliegen immer noch. Aber ich bleibe gerne auf dieser Höhe. Wir holen jetzt mal Mustangs. Wir sind jetzt ziemlich am Anfang der Mission. Bloß nicht übertreiben. Sehr schön. Das machen wir direkt mit. Wir werden aber keine Bomben abwerfen, weil ich nicht weiß, wie viele Bomben wir brauchen. Obwohl, komm, das ist doch nur eine Radarstation. Nee, drei Radaranlagen. Nee, 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 schließen. Ich habe nichts gemacht. Ist besser so. Oh, aha. Ja, wer bist du denn?
Aua. So ein Schiff hat eigentlich viel mehr Flakkanonen. Die ja, doch sind. Oh. Meine Güte. La Paloma, ohe. La 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 la. Meine tapferen Flieger, mal gucken, wie lange ihr bei mir bleibt. Ach, hier sieht man das, geht runter. Schade, es kommt natürlich keiner mehr. Haben wir die Mustangs voll für den Arsch geholt. Toll. Oh, 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 oh. Sauerstoff, na gut, ist nicht so schlimm. Guck mal, wie schnell er repariert. Komm, Mustangs, flieg bitte weg, damit wir euch wieder aufladen können. Sonst fliege ich hier gleich eine extra Runde. Okay, los geht's. Und jetzt fliegen sie weg. Oh Mann, wir sind so Glückspilze. Radar auf Meeresbodenhöhe. Bla bla bla. Das bedeutet, wir müssen höher fliegen. Das wird wahrscheinlich jetzt schief gehen. Das ist ein Radarschiff. Was? Wie? Weil ich gestiegen bin gleichzeitig, oder was? Das gibt's doch nicht. Defensiv bringt da gar nichts. So viel zum Thema Defensiv. Einer. Benzinprobleme. Lockenzug hier raus. Jetzt geht's los. Alter. Fotografieren. Feuer löschen. Mustangs rufen. Wir wollen jetzt hier nicht rum, ja Mann. Ich habe mich die ganze Zeit beschwert, dass es zu leicht ist. Alter. Okay. Okay, okay. Turbo. Will ich, dass uns das entdeckt?
So, dann versuchen wir jetzt mal zurückzukommen. Lockenzugi muss geheilt werden. Alle Mann zurück. Wie sieht's mit Benzin aus? Können wir jetzt nicht sehen. Guck mal. Hallo Mustangs, ihr seid wieder da. Jetzt, wo nichts los ist, aber jetzt müssten eigentlich Flieger wieder kommen. Flieger. Sehr schön, dass der Lockenzugi wieder hier dingseln kann direkt. Der Beste muss repariert werden. Wir verlieren bestimmt irgendwann mal so einen Flügel. Bin gespannt, ey. Ich will mal gerne so einen Teil verlieren, ja? Ich will mal dann so voll zusammengeschossen wieder zurückkommen. Ihr seid meine tollsten Flugzeuge. Hi-ha, hi-ha, ho. Wir leben noch unfassbar hart. Das kommt davon, wenn man defensiv nicht benutzt. So vielleicht der Grund, warum ich meinen ersten Dingern immer abgekackt bin. Aber wenn man seine erste Crew mal komplett verliert, ab dem Zeitpunkt, ja, es sind einem die Verluste nicht mehr so schlimm. So grausam es klingt, aber es ist tatsächlich so. Okay, es geht los. Na toll, danke. Es lädt sich aber schneller auf, glaube ich. Doppeldecker. Also wir dürfen Radarstationen nicht uns entdecken lassen. Oh, ein Fliegengewehr, ne. Geräusch, wenn sie auf dem Boden aufschlagen und ihre Gehirne zermatscht werden. Flugzeuge auch. Kurs bestätigt. Dann los, nach Hause. Oh ja, oh ja, oh ja. Mal gucken, wer derjenige ist, der aus dem Flugzeug springen darf. Wenn wir sagen, Ausstieg, ob dann auch die Leute rausspringen, die keinen Fallschirm haben. Ich glaube nämlich, das machen nur die mit Fallschirm. Ich würde auch gerne wissen, wo die Luken sind. Hier ist, glaube ich, eine Tür. Jo. Und vorne auch wahrscheinlich. Wir werden es sehen. Und oben natürlich die Luke. Oh oh. Habe ich nicht gesehen. Ich habe gepennt. Defensiv. Und vorbeifliegen. Kinderspiel. Piece of Cake. Oh, Kurs wird korrigiert. Guter Schuss, Voltrox Junior. Ah, dann gehen wir wieder runter. Wir sind jetzt gleich da. Wäre cool, wenn man sich das als Replay angucken könnte. Aber mit viel mehr Kamerafreiheit, ja? Das wäre schon ziemlich cool. Wir brauchen keine Mustangs mehr. Wir sind hier durch. Und es wird eine neue Notlandung. Scheiße.
So, alles klar. Wir sind noch gut genug gepanzert dafür. Okay, Notlandung Nummer, ich weiß es nicht. Wir brauchen Notlandung Plus unbedingt mal. Okay, bereit mal, Notlandung. Gibt's auch mal eine Mission ohne Notlandung? Fahrwerk muss ausgefahren werden. Versuche einen neuen Landeanflug. Nein, muss nicht. Okay, komm schon, komm schon. Ach, wie ein Kissen. Ja. Wow, shit. Doch nicht. Okay. Alter. Woo. Sehr gut. Radarstellung bei Pompeii. Zurückgebracht und repariert. Woo, Kohle. Wir sind schon alle ziemlich hoch, meine Güte. So, wir machen jetzt noch eine Mission und danach machen wir die Hauptmission, glaube ich. Wir gucken jetzt erstmal. Flugzeug! Wir brauchen jetzt bessere Panzerung, wenn ihr seht, sonst... Ja, man braucht einen besseren Motor, bevor das geht, ne? Heck. Flügel. Okay, jetzt brauchen wir einen Motor, das können wir sogar noch machen. Und zwar den Standardmotor MK3. So, jetzt haben wir zwei Standardmotoren MK3. Und dann können wir als nächstes Flügel mal upgraden auf 3. Und dann, ja, auf jeden Fall sind wir hier überall auf 3. Das ist gut. Es gibt noch 4, Alter. Ja, auf jeden Fall, das ist super. So, nächste Mission. Passt noch rein. Machen wir noch eine. Die war zwar jetzt schon krass, aber wir werden sehen. So, wähle eine Mission. Guck mal, die sind auch ziemlich nah. Such- und Rettungsaktion. Das habe ich schon mal gemacht, das war übel. Finde und vernichte das feindliche Schlachtschiff. Komm, das machen wir. Guck mal, ist sogar grün. Bringt aber auch das Gleiche. Guck mal. Ein bisschen... Nee, ist flack reduziert. Warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen. Immerhin, besser als gar nichts. Dann haben wir immerhin Bonis hierfür. Wenigstens flack reduziert. Los geht's. Da, da, da. Alter. So, Hitamashi, hoch da. Korrigiere Kurs. Oh, ich muss hier noch das Pünktchen hinzufügen. Das Flugzeug hat schon 2 kritische Missionen überstanden. Alter, Walter der Zweite, der kriegt auch eine Statue. Meine Güte, was ein tolles Flugzeug. Ich habe einen neuen Kurs. Wäre cool, wenn man das Flugzeug in der Hauptmission nochmal fliegen könnte. Sich das aussuchen könnte oder so. Welchen Bomber man nimmt. Naja, wie auch immer. Als nächstes müssen wir unbedingt die Geschütze aufwerten. Mein Gott, Walter. Es wird eine kurze Mission. Oh, guck mal, da haben wir auch direkt nochmal Dingensbummens. Direkt mal die Mustangs angefordert. Okay, wo war das Dingensbummens?
Ich fliege jetzt erstmal zurück, weil hier war eben noch Aufklärung, jetzt ist es weg. Oh, scheiße. Das sind die Stuks wieder. Stuker. Stuks. Da ist es. Gamer 7 hat Probleme. So, Bomben lassen es weg, dann sind wir ein bisschen schneller hoffentlich. Ich weiß immer noch nicht, ob das wirklich so zutrifft, aber... Und wieder zurück. Full Speed, Turbo. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Kommen wieder mehr. Wunderbar. Was eine erquickende kurze Mission des Terrors und Panikschiebens. Oh oh. Das ist eine Meh. Mach's gut, Meh. Haut ab. Komisch, das verstehe ich jetzt nicht. Wir sind auch noch nicht mal so nah am Flugplatz. Ach, ich glaube, die sind in den Mustangs her, obwohl die gar nicht abschießen können, oder nicht? Ne, die sind, haben sich echt verpisst. Guck, wir können auch schnell vorspulen, schade. Und ich habe Räder. Tatsächlich noch. Sind noch alle da? Hinter Maschi hat echt Probleme. Komm, geh mal heile, heile Gänschen machen. Mann, da haben sie aber auf ihn abgesehen. Guck mal, wo die alle draufgeschossen haben. Ah, wunderbar. Meine Güte, dann machen wir nächste Folge die kritische Mission und hoffen wir mal, dass wir lebend ankommen. Auch wenn viele von euch beten, dass ich abstürze. Walter der Zweite. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Du bist ein tolles Flugzeug. Fein. Ich wollte es streicheln. Missionsergebnis. Finde, vernichte, vernichte das Schlachtschiff. Bla 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 bla. Optionale. Hä? Hab ich doch gemacht. Ja, Erfolg, aber kein Geld leider. Hm. Exekutor kann schon echt gut reparieren mittlerweile. Das muss ich mir merken, aber das ist immer so schlecht rauszufinden. So, Leute. Ja, das war's von mir. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Bomber Crew. Dann geht's zur kritischen Mission. Haut rein.